So. Die Frage, die sich natürlich stellen kann, die vielleicht der ein oder andere jetzt hat, ist, wozu machen wir das eigentlich? Ja? Wir sind auf dem Weg zu einer ganz großen Vereinfachung. Nämlich, letztlich wollen wir dohi, dass wir sagen können, am Schluss, es ist wurscht, welches Element man nimmt aus der Restklasse, wenn man mit Reste rechnet. Ja? Also wenn man mit Reste rechnet und mit Kongruenz rechnet, ist es wurscht, welches Element man aus welcher Restklasse nimmt. Da ist es beliebig. Man kann jeden beliebigen Repräsentanten nehmen. Da wollen wir hin. In 10 Minuten sind wir da. Okay? So. Was wir vorher noch machen müssen, ist... Wir müssen noch was definieren, nämlich die Restklasse-Addition. Wir müssen noch die Restklasse-Addition definieren. Was bedeutet Restklasse-Addition? Naja. Wir haben jetzt zwei Mengen und die wollen wir addieren. Was bedeutet es, zwei Mengen zu addieren? Wissen wir noch nicht. Ja? Deswegen können wir das jetzt definieren. Okay. Wenn wir zwei Restklassen haben, dann können wir die addieren. Und zwar schreibe ich jetzt mal hier das Plus mit so einem Kringel drumherum. Das bedeutet einfach nicht das normale Plus, sondern das Plus von zwei Restklasse. Das ist dasselbe wie, was kann jetzt bedeuten, dass wir zwei Restklasse addieren? Naja, wir addieren A und B in Z und nehmen davon die Restklasse. Ja? Also, Beispiel, Sie haben die Restklasse von der 2 und die Restklasse von der 3. Jetzt addieren Sie zwei, ne? Beispiel, die Restklasse von der 2 und die Restklasse von der 3 modulo 5. Das soll dasselbe sein wie die Restklasse von 2 plus 3, also die Restklasse von der 5. So. Und das ist dasselbe wie die Restklasse von der 0. Ja? Wo wollen wir jetzt hin? Wir wollen jetzt dahin, dass wir sagen können, es ist vollkommen wurscht, was für ein Element man hier nimmt, aus der Restklasse, aus dem Repräsentanten man nimmt. Es kommt immer dasselbe Ergebnis hin raus. Ja? Also, wenn Sie beispielsweise rechnen wollen, 1022, also die Restklasse von der 1022 plus die Restklasse von der 753, ja, modulo 5, dann können Sie auch statt der 1022 irgendeinen anderen Repräsentanten nehmen aus Ihrer Restklasse hier. Ja, die Restklasse von der 1022 ist ja dasselbe wie die Restklasse von der 2, ne, modulo 5. Lassen beide den Rest 2, wenn ich durch 5 teile. Das ist dasselbe wie die Restklasse von der 3. Kommt ebenfalls die Restklasse von der 5 raus. Ja? Das ist ja dasselbe wie das hier, das sind die gleiche Menge. Letztlich bedeutet das aber, wenn man mit Reste rechnet, dass es wurscht ist, welche Repräsentante hier unten drunter stehen. Ja? Es ist wurscht, welche Repräsentante von der Restklasse hier unten drunter stehen, weil letztlich kommt immer dieselbe Restklasse raus. So. Ja? Das gilt aber alles nur für Modulo 5. Ja, ja, also wir müssen immer vorher klären, bezüglich welchem Modul wir rechnen. Also, dass wir hier Modulo 5 rechnen. Bezüglich andere ist es natürlich nicht möglich, ne? Ist klar. Aber wenn man dort die Restklasse betrachtet, dann geht es da auch. Wenn man halt immer irgendeinen Repräsentant aus jeweiliger Restklasse nimmt. So. Warum ist es so? Warum ist es wurscht, welche Repräsentante man nimmt?
Das kann man sich folgendermaßen erklären. Moment. Letzte Woche haben wir das Folgende gezeigt hier. Letzte Woche haben wir gezeigt, dass wenn A kongruent B modulo M ist, und wir haben gezeigt, wenn auch gilt C kongruent D modulo M, dass dann auch gilt, A plus C ist kongruent B plus D modulo M. Psst. Nicht zu viel Quatsche. So. Das haben wir gezeigt. Ne? Wenn zwei Zahlen kongruent sind, A und B, lasse denselben Restmodulo M und C und D lasse auch denselben Restmodulo M, dann kann ich auch auf beide Seiten A und C und B und D addiere, kommt wieder derselbe Rest raus. Ne? Wenn das beides zusammen den Rest 1 lässt jeweils und das den Rest 2 modulo 5 und ich addiere dann beide Seiten, habe ich auf beide Seiten Rest 3. Ja? So. In Restklasse Additionsschreibweise bedeutet das ja aber A kongruent B modulo M. Das bedeutet ja nach unserem Satz, dass A die Restklasse von A gleich der Restklasse von B ist. Ne? Also das bedeutet das hier, A ist gleich B. Das ist äquivalent. Außerdem haben wir den Fall hier, das bedeutet, dass C äquivalent zu D ist. Die Restklasse von der C ist gleich Restklasse von der D. Ja? Und hier hinten können wir das Gleiche machen. Wenn Sie hier oben mal vergleichen, die Restklasse davon, A plus C, ist gleich der Restklasse von B plus D. Ne? Das hier, die Restklasse von dem Ergebnis, ist gleich der Restklasse von dem Ergebnis, sagt auch unser Satz hier oben. Was steht aber hier? Das ist dasselbe wie A plus C. So haben wir die Restklasse-Addition definiert, ne? Das bedeutet jetzt aber, wenn Sie in Restklasse rechnen, also A plus C rechnen, dann können Sie auch für A jedes beliebige andere, jeden beliebigen anderen Repräsentanten hier unten drunter schreiben. Das ist wurscht. Hauptsache, A, diese Menge ist gleich der Menge hier. Ne? A ist gleich B, A ist gleich B. Das Einzige, was sich ändert, ist der Repräsentant hier unterm Strich. Es ist wurscht, welche Repräsentante sie nehmen, Hauptsache die Restklasse sind gleich, genauso hier bei C und D. Es ist ganz egal, wenn man mit Resten rechnet, ist es wurscht, welchen Repräsentanten man nimmt, Hauptsache es kommt derselbe Rest raus bei Modulo M. Ja? Und das bedeutet, ich kann hier für die 2 beispielsweise, wenn ich 2 plus, oder wenn ich hier 1022 plus 753 rechne, kann ich für die 1022 irgendeinen anderen Rest, irgendeinen anderen Repräsentanten nehme, die 2, die minus 3, irgendwas, ja, es kommt immer dasselbe Ergebnis heraus, weil es irrelevant ist. Wir rechnen ja mit lauter Zahlen von der Form hier, doch Q mal M plus R, wir rechnen ja mit lauter Zahlen von der Form hier. Es ist vollkommen wurscht, wie dieses Teil hier beschaffen ist, weil das fällt weg, wenn man nur mit Reste rechnet. Ja? Es kommt immer nur auf den Rest an. Und das hier vorne, das entscheidet aber über den Repräsentanten, den ich nehme. Ja? Also bei der 2 ist das hier 0, bei der 7 ist das 5 und so weiter. Das fällt aber alles weg, wenn ich nur an Reste denke. Das heißt, wenn man an Reste denkt und Reste rechnet, ist es immer egal, welchen Repräsentanten man nimmt. Bei der Addition, bei der Subtraktion und bei der Multiplikation. Nicht bei der Division. Da muss man aufpassen. Ne? Das war das gleiche wie letzte Woche. Da haben wir das hier gezeigt. Für die Addition, für die Subtraktion und für die Multiplikation. Bei der Multiplikation ist das gleiche. Also Sie können sich jetzt hier eine Restklasse Multiplikation definieren. Das sieht dann so aus. Mm-hmm.
mal b ist gleich dasselbe, wie wenn ich a mal b in z rechne und dann die Restklasse nehme. Ja? Restklasse Multiplikation, ich multipliziere zwei Restklasse dadurch, dass ich einfach die beiden Repräsentanten nehme und hier unten multipliziere. Und jetzt kann man dasselbe machen wie letzte Woche. Da haben wir, oder wie hier oben, ne? Letzte Woche haben wir gezeigt, a ist kongruent b modulo m und c ist kongruent d modulo m. Daraus folgt, a mal c ist gleich b mal d modulo m. So. Ja, und daraus kann man letztlich mit dem gleichen Argument hier wie hier oben gehen. Also hier ist a ist gleich b, die Restklasse, und c ist gleich d. Und hier ist a mal c dasselbe wie b mal d von der Restklasse her. Und das ist das gleiche wie die Restklasse von a multipliziert mit der Restklasse von c. So. Das bedeutet, wenn ich zwei Restklasse multipliziere, dann ist es wurscht, welchen Repräsentanten ich aus der Restklasse nehme. Es kommt immer das gleiche Ergebnis hinaus raus. Machen wir ein Beispiel. Nehmen wir mal Modulo 5 wieder. 17 mal 12. Das muss ja dasselbe sein. 17 mal 12. Also wenn ich 17 mal 12 rechne, die Frage ist, 17 mal 12, welcher Rest kommt raus, wenn ich das Ganze durch 5 dividiere? Ja? Was ist die Restklasse von dem Ergebnis hier? Wenn ich 17 mal 12 multipliziere, das kann ich jetzt so machen, ne? 17 mal 12, was ist 17 mal 12? Ja? Ja, okay, jetzt erstmal, wenn ich mal 17 mal 12 ausrechne, ja? 204, die Restklasse von 204 und die ist Modulo 5, ja, 4. Das heißt, wenn ich 17 mal 12 rechne, kommt 204 raus und vom Ergebnis bleibt 5 als Rest. So, jetzt kommen Sie aber, ich kann es einfacher machen, ne? Ich nehme irgendeinen anderen Repräsentanten hier raus, nämlich ein möglichst einfacher, 2, dasselbe wie 2 mal, aha, dasselbe wie 2 mal 2 und das ist eine 4, ne? So. Das heißt, man spart sich jede Menge Rechenarbeit, wenn man nicht mit der großen Zahl rechnet, sondern sich immer einen entsprechenden Repräsentanten raussucht, der klein ist, schnuggelig und klein, ja? Ein kleiner, schnuggeliger Repräsentante und dann kann man das viel einfacher ausrechnen.